Jolie, mon ami, hier ist Genia Cuisine mit der neuen Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. So, meine liebe Leute, wir sind hier fast an dem Fall am Ende. Also, wir haben noch ein paar Rätsel gemacht, also ein paar Nebenaufträge. Ja, egal, wir sind jetzt immer noch auf der Hauptmission. Wie es da weitergeht, meine Lieben, erfahrt ihr jetzt. Was soll ich jetzt denn jetzt machen? Nicht zu spät. Ich bin zu spät. Ich muss doch bei ihr gehen. Eigentlich muss ich bei ihr gehen. Wie viel Uhr ist das eigentlich? Nee, auf keinen Fall. Wir sehen uns. Oh, ich hoffe, das wird jetzt klappen. Warum klappt es denn nicht? Aber dafür benötige ich folgende Hilfsmittel. Fester grauer Stoff, den man mit Gas befüllen kann. Ein Instrument, um das Trompeten eines Elefanten zu imitieren. Eine starke... Ach man, ich muss zur Ausgrabungsstätte gehen. Ah, verdammt, jetzt wird... Ah, fuck. Stop. This fabric will work. Mrs. Neeney seemed to know her sewing inside out. I bet she missed us. I hope Miss Neeney won't misunderstand me. Jawohl, endlich geschafft. So, wir sehen uns gleich. Jo. Jetzt. Good day, madam. I've come to you with a special requirement. The tailors on the street can't help me, I'm afraid. Could you make a doll for me? Oh, Signor Holmes. You taught the police how to do their job, and they found the thief. Of course I will help you. But what sort of doll? A child's doll, such as my great-niece might play with? A little larger than your typical doll. Signore, I don't understand. Boy, girl, animal, and what color? Animal, a passionate, perhaps amorous animal. Oh, signore, you talk in riddles. I am an old lady who's seen it all. Tell me what you need. I need a life-size elephant. I think Mrs. Neeney outdid herself with this one. Is that a tail? That's a trunk, John, but I must agree with you that it's her masterpiece. Well, let's not waste any time.
I can't wait to see the fruits of your labor. Okay. Achso, okay, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu ihr. The game is on. So, what's the plan? I hope it all doesn't go horribly wrong. We know that the elephant is seeking a female. We can arrange that. A doll with the appropriate scent might do miracles. So you're a marriage broker? Well, I suppose that makes me a groomsman. Poor, she is a bit breezy, I must say. Well, Goliath is eager for a single female elephant in his area. It should be just enough for his taste. You'll need to trust me. Are we ready? I can't stand the tension. We're ready. Let's call the elephant. Okay, verführerisches Signal ertönen lassen. Das hört sich besser an. Unschuldiges Signal, nein. Versautes, nein. Die Kraft. Unerwirrtes, nein. Anzüglich, nein. Verführerisch, ja. How could anyone resist? Anzügliches Signal ertönen. Anzüglich. I knew a lady once who said just that. Nein. Too bad I'm not an elephant. Was soll ich denn da machen? Take your time, Sherry. That deserves a slap. And then a kiss. And here's our lovesick friend. What is the meaning of this? Why are you bringing it here? I won't allow you to leave it. I assure you that it is only a temporary measure. It won't be long until the elephant is gone, I promise you. So, untersuchen erstmal. Wow. It injured itself while running through the forest. Jawohl. There's something in the needle. A feathered fletching. This might be promising. Jemand hat ihn vergiftet. Also. The left tusk is larger and more worn. You're a left-tusked elephant. Also jemand hat ihn behindert gemacht. Peaceful and compliant, almost a gentleman.
Scheiß. Bin ich da? Also, ich hab's geschafft. Das hat ein bisschen länger gedauert. Eine Menschen tödlich. Reicht jedoch nicht aus, um ein großes Tier wie einen Elefanten aus der Gefäß zu setzen. Der Elefant wurde durch den Fall vermutlich eher angestacht, was sich in einer erhöhten Aggressivität und Stärke äußerte. Okay. Ja, der Elefant könnte theoretisch theologische Angriffe haben, um aufzumischen. Nein. War provoziert. That beast back here. Die Leute, wenn wir machen es doch einmal von vorne. Ich habe eins vergessen. Sorry. Eins habe ich was vergessen. Aber ich habe schon eine Vermutung, wer es sein könnte. Der Goliath ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Mrs. Swift ja auch nicht. Warte mal kurz. So, Giftpfeile. Giftpfeile von Mrs. Swift oder Paul Perks. Sowohl Paul Swift als auch Paul Perks hätten den Elefanten mit einem Giftpfeil beschießen können. Richtig. Und Theodore Giller wollte Paul Perks Karriere ruinieren und heuerte sogar Schläger an. Aha, das ist schon... Okay. Goliath könnte Mrs. Gilden getötet haben. Nein. Der auf Goliath abgeschossene Fall könnte das Tier zu einem Gewaltausbruch provoziert haben. Ja. Mr. Swift? Nein. Nein. Paul könnte am Tatort gewesen sein. Paul Perks. Oinure. Könnte am Tatort gewesen und gegen die Schuppenwand geschleudert worden sein, als Theodor starb. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jemand benutzte Goliath. Eine unbekannte Person beschoss Goliath mit einem Giftpfeil, um dafür zu sorgen, dass Goliath Theodor Giller bestraft wird. Nein. Jemand wollte Mrs. Gilden beschützen. Ein unbekannter versucht Theodor Gilden durch das Verschießen eines Giftpfeils und zu beschützen. Niemand benutzte Goliath. Und er war Mörder? Jawohl. Paul laufen lassen, tot für Goliath. Nein. Scherzig um das Wohl anderer.
Ihr Kerl fist an Lügen und Täuschen und sie platte, kaltblütig Theodogilus tot oder verschwunden durch eine. Ich weiß schon warum. Ich weiß schon, brauchst du mir nicht dazu sein. Ich weiß schon wegen was. Mrs. Perks alias Paul. Mrs. Perks, fertig. War das Opfer von Theodogilus aufbrausender Temperament, um ihre Karriere zu beschützen, tötete sie und Gilles mit Hilfe von Goliath. Ich werde Goliath zum Sündenbock machen, aber Mrs. Perks muss Cordova. Nee. Sie wird nicht einfach so frei rumlaufen. Sie hat einen Unschuldigen getötet. Oder nicht. Sie hat das getan. Ich weiß schon. Ekelhaft einfach. Paul festnehmen. Mrs. Perks festnehmen. Goliath erleben. Yep. Einverstanden. Paul festnehmen. Goliath erleben. Mrs. Perks alias Porsche. Ja. I don't feel safe with that beast back here. So, jetzt auch zu Mrs. Perks. Weil das ist nicht Paul. Biologisch gesehen ist sie eine Frau. Ups, falsche Seite. Das hat aber echt lang gedauert, ey. Ich weiß, dass du es bist. Eifersucht. Wut. Neid. Schläger an Heuern und so weiter. Der alte Mann ist nicht dazu in der Lage, nee. Did it feel good killing Theodore Gildon after the humiliation and threats? What? I thought you were blaming Goliath for that. No, I think you killed Theodore Gildon. Goliath is, unfortunately, a victim of circumstance. I'm far better than to kill Gildon. Believe me. Yeah. You see, I managed to capture the elephant. Goliath had a dart stuck in his hide, similar to the ones that you used to kill rodents. My guess is that you used Goliath. A dart can kill a mouse or human, but for an elephant, it's not enough. Strychnine is a powerful stimulant and convulsant. Once the drug was in the bloodstream, Goliath became extremely agitated and so blinded by the flow of energy that he killed his owner. And my dart is responsible for that. I'd rather use my hands. Yes, there would have been fewer variables, but after the attack on you, your condition didn't allow for a direct confrontation. So, you used what you had. That's not what happened. Anyone might have the same set of darts as I do. They're not expensive. But not everyone knew Theodore and had access to his property. I can understand why you killed Mr. Gildon. He saw you with his daughter. He checked up on you. Yachtsman, smuggler, and a woman. He went so far as to hire some thugs to attack you. Theodore knew your weakness, your career. He forced you into a corner. You're a survivor. You were prepared for the worst, but Theodore surpassed even your worst-case scenario. So you responded accordingly. I've earned everything myself. Every victory, every trophy, every mangir. I achieved all of it without murder. I don't need to kill in order to win. And you weren't afraid that he would reveal your secret to the owner of the yacht club or your competitors? I can control my fear. Trust me, I wouldn't have become a professional athlete otherwise.
You were at the crime scene at the precise moment when Gildan died. I was not. I was visiting the doctor after the attack on me. Ah, of course, where no one saw you. That's an inconvenience. But in any case, the person who was there met the rage of the elephant. One was struck by the gate with such impact that they were thrown into the shed. The knife fell out. The bruises on your elbow matched the contour of the hole in the shed. But I told you where my bruises came from. And I heard you, but you didn't catch my words. A bosun's knife was found there, a very specific tool commonly used in your field. That's only your assumption. I was never there. I mean, I was, but not when this happened. Mach ich aber nicht. Sie soll ihre Strafe sehen. Das ist ein friedliches Tier. I revealed many truths and lies concerning Gildan. One banal fact is that he was a bitter and angry man who acted according to his own desires and impulses. Such people are dangerous, they are unpredictable and value their own comfort more than anything and anyone. The same as you, Paul. Are you out of your mind? You're a gambler, smuggler, and actor. You indulge your self-importance. Such egocentricity and impulsivity is frightening. I won't allow you to play with someone else's life. You are under arrest. Wait. At least tell Imogen. Tell her where I am. I think she deserves a space without you. I've heard you can gamble on racing in prison, only it's rat racing. No yachts. Goodbye, Paul. Why did you pick my Paul? Out of all the people on this island? Just when I needed someone I could rely on. Believe me, I saved you. I found the true murderer. Would you really choose to live with the person who took your father's life? You took away the pillar I was relying on. Paul was my only hope. You've destroyed it. It was Paul who destroyed it, not me. I was merely the fact checker who discovered the real culprit. And now about that elephant. Oh yes, Goliath. You did nothing about it. I had to deal with it. Fortunately, there was a real man wanting to help me. He agreed to buy Goliath and relocate him to his property. I suppose I must congratulate you. I'd rather you leave. But first, here are my father's belongings. Some of them have information about your mother. Take them and leave me be. I appreciate it, Miss Gildan. I assure you, I only wanted to find the true perpetrator. Perhaps. Or perhaps you found a convenient scapegoat. Goodbye. I truly hope you meet more honest people in the future. Take care. Keine Ahnung, ich... Sowas habe ich kein Mitleid. Tut mir leid. Mein lieber Theodor, wie Sie wissen, ist mir ihre Mannschaft, ich mich ganz finde. Ich habe ein gewisses Interesse in den Dragon. Aber ich bin nicht blind und ich will auch nicht heuchlerisch sein. Ich weiß, dass ihre Gefühle zu mir stärker geworden sind. Ich will sie sparen, bevor es zu spät ist. Aber finden Sie die Halskette, die Rung an unsere gemeinsamen Abenteuer geschenkt haben. Sie sind. Ich weiß, dass es Ihnen wehtut wird, die Zeilen zu lesen, und dafür will ich mich aufrichtig entschuldigen. Mein Herz gehört jedoch Sieger, der nach wie vor nichts von Ihren Gefühlen weiß. Violet. Verstehe. My mother always wore this around her neck until one day it disappeared. I was wondering where it went. She said it was a birthday present from a good friend. I just had another glimpse of a memory, John. It's fuzzy, but I'm sure it happens somewhere in the manor. Finally moving forward. Shall we go?
Goldener Käfig. In Goliaths Körper steckt ein Pfeil. Yep. Ein goldener Käfig. Pfeil erledigt. Ich denke, wir haben es des Gildesmordes gefunden. Paul Perks hat auf der Insel für genug Unruhe gesorgt. Ich stehe voll hinter Sherry. Sherry bekommt sogar die Wahrheit aus den Leuten heraus, wenn sie nicht mit ihm reden. Wie ein Gedankenleser, nur etwas langweiliger. Aha. Mit Sherry besorgt, müssten wir jetzt wohl über die Leute geredet haben. Wir müssen es wohl noch. Ja, sie war das auch. So. Was ist das denn? Karim, was? Erstmal gehe ich zu Hause. Danach mache ich diesen Scheiß weiter. Falsche Seite, Scheiße. Extra laut, extra laut. Okay. Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? I believe I am, but to be very clear, Miss Sertle, my interest extends to the message and not the messenger. So he claims he's not a gal sneaker, seducing women everywhere he goes. Perhaps the truth is even more scandalous? Please spare me the speculation. Return to the matter at hand. A gang of smugglers, the Eels, have Codona in their clammy grip. The British Empire can abide it no longer. Mycroft insists they be disbanded. But this organization only falls with the capture of their odious leader, Friedrich Panzer. And note well, I did say capture, not kill. Inside your envelope is a map marked with the Eel's warehouses. But alas, we do not know in which Friedrich Panzer resides. So even Mycroft has his limits. Indeed. You must be sure to identify the correct warehouse before entering. Because once one is compromised, the other's occupants will scatter. Here are all the files, and feel free to use the archive too. Again, do not enter the wrong location, nor see any harm done to Friedrich Panzer. Miss Sertle, if you're quite done with the redundant instructions, I shall get to work. Well, that's perfect. Tortured hero lashes out after rejected romance. Tomorrow's edition will be a sensation.
Wo ist jetzt Extrablatt, Extrablatt? Extra, extra! Corset or Corsair? The yacht race champion was a woman in disguise and she denies murdering Theodore Gilden. Interested in some Cordona news? Check the front page. You won't... Wenn anstatt über den Gesetz mit den Füßen getreten, Paul... Der Sieger der letzten Turniers aus Cordona oder als Frauenklasse. Der fremdliche Fall dreht sich um Täuschung, Verführung, einen töten Geschäftsmann und einen Elefanten, wobei der Täter oder besser gesagt die Täterin versuchen, sich mit Hilfe eines ausgeklügelten Plans zu erreichen. Turks wies zurück und weigert sich, ihre Wahrheit in die Tat freizugeben. Die Schwindlerin mit ihrer Unschuld und dass sie nicht die Täterin sein kann, da sie zu gut wäre, um ein bisschen zu können. Aha. Das Mordopfer Theodor Gilden hinterlässt eine Tochter und ein unkonventionelles Haustier, der bereits erwähnte Elefanten. Das Tier befindet sich nun im Obhut eines Wohltäters, der anonym bleiben möchte. Was ist das? Gerettet. Das kann doch nicht der alte Mann gewesen sein, also bitte. Ist mir egal, sie ist die Mörderin, fertig. Achso, ich will jetzt zu Hause. Ich will nach Hause gehen. Garden's much prettier, don't you think? I bet the memories are all flooding back now. Ah, the best place for reading. Imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. Ich lass doch keinen Tier töten. Ich meinte einen Elefant. Sie wird gerettet sein, oder was? Aha. My mother liked the story of David and Goliath. She said, it doesn't matter how small you are, you can always overcome any obstacle. Ich habe es nicht gehört, der offensichtlich auch zum Versteigen durch, wenn es wahrscheinlich ist, die Sachen wieder. Nee, dachte ich. Abklappe, okay. Den Garten zurück erstmal. Da bist du ja. Ah yes, we were sword fighting in this very spot. And that time I was the winner.
So, as your victory prize, you asked me to fulfill a wish. I remember we did something the very next night, John, but what was it? We've brought a cage with us. You insisted it must be made of iron. That's because we were preparing to hunt fairies in our garden. Everyone knows iron is the only thing that can hold them. And I was distinctly uncomfortable. It was a disguise, of course. Fairies are easy to scare off, unless you're incognito. And every trap needs bait. We've brought honey and a glass of warm milk. After 2 hours lying in wait, we noticed movement in the bushes. The fairies appeared at last. No, it was just Isolde the pig. She was lured by the smell of honey and milk and ate every last drop. Isolde belonged to Mr. Sim in Miner's End and escaped regularly. At least twice a month we would see him searching for her all over the island. Hey, is anybody at home? Hello? Über die Kreuzung Arnott Street, Scarlet Street in Altstadt erleben sich ein Denkmal, das zu Ehren eines legendären Piraten aus der Region namens Karims. Das machen wir in Altstadt, in Nord Street und Scarlet Street. Da, gefunden. Oh, ich kann ja so machen. Kann so machen? Wusste ich jetzt nicht. Arnott Street und Scarlet Street. So, das ist die Kreuzung. Okay. Do you know anything about this? I've never heard of it. I'm sorry. Can I ask you a question? I've never heard of it. I'm sorry. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Can you satisfy my curiosity? You have a nerve to talk to me. Get back to work. Could you help me? I'd help you if I knew. Everyone's looking at us, Sherry. Sorry, doch. You sure you know what you're doing? Help me, please. I've never heard of it. I'm sorry. Excuse me, just one question. I like you, friend, but I can't help you. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Oops, ich hab was vergessen. Karim of the Silver Hand, the pirate with a golden heart. I told you I remembered him.
Hey, Sherlock, I'm up here. Guess what I've found? A riddle, and it's about a treasure. Listen to this. What? John, you've surpassed yourself. Ob auf dem Denkmal fand sich das erste Teil eines Gedichtsrätsels, von dem John vermutet, dass es zum Schatz der legendären Piraten Karin Silberfit führt. Silberhand. Karin Silberhand. Erster Teil des Rätsels: Bist du vom Lösen des Rätsels des Hand besessen? Begib dich dorthin, wo die Old Street und Circuit Street sich treffen. Sieh zu Imal Sahir Moschee und geh nach links hütige Schritten, bis du einen Hof mit einem Wundersprung erblickst. Come on, Sherry, this is just like the old days. Sherlock and John on a pirate's treasure adventure. Okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist irgendwo hier. Imam Sahir Moschee. Allah Ochsenbille? Okay, das ist jetzt. Ich glaube. Ach, hier ist das. Komisch. Ah, hier. What else do you need on a hot day like this? Was? Rätsel 2. Zweiter Teil des Rätsels. Fast hast du geschafft. Nur nicht erzählen. Heißer, felsiger Bogen, du musst gewahren. Es geht bei den alten Ruinen Ostens zu gehen. Dann wirst du ihn stolz an der Küste sehen. So the treasure is real, but tell me, John, how did you even guess there would be something on top of the monument?
Didn't I ever tell you about my psychic abilities? I should have. I even know where we ought to go next. Einfach nur geil. So, ich hab's schon gefunden, irgendwo hier. Ein bisschen recherchiert hier. Aber unten. Nee, Quatsch, das ist doch irgendwo unten. Quatsch. Verpiss dich, verpiss dich. And the kiss mark, it's the work of a siren, I'm telling you. Here to gawk at the bloater? Not at all, officer. Perhaps I can help. Help with what exactly? Solving an accident? Fellow drank himself to death, literally. Case closed. It's not the first case, neither. A few days ago, another drunken sailor drowned himself in a fountain. See you later, officer. Hey, ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. Ups, da bin ich wohl falsche Richtung gegangen. Falsche Richtung bin ich gegangen, sorry. Jetzt bin ich richtig. Da bist du. Ach komm schon, letzter Teil des Rätsels. Du findest den Schatz dort, wo ein Baum steht. Und dessen Fuß sich denjenigen Ruine erhebt. Nur ein kleines Detail wird sich dir offenbaren. Doch das bedeutet nicht, dass deine Mühe vergeben waren. Was ist das für ein behinderter Rätsel jetzt? I always admire the way you notice such details. In such moments, I often recall Mother's voice teaching us of the importance of the smaller details. The world hangs on small hinges, John. Even the most chaotic miracle becomes sequential when you take a closer look. I remember. Oh, irgendwo hier in der Nähe muss es sein. Ah, verstehe. Hier bist du ja. Da bist du. Ah. Wait, what? Is this Mother's magnifying glass? How did it end up here? What happened? Sherry, you really need to learn to let miracles happen. The whole world is one big, unresolved, chaotic miracle. But they will become sequential if you take a closer look. I do remember what Mother told us, but that explains nothing. Just let things happen, all right? Besides, this little miracle will look perfect in our manner, don't you think? Silberhans. Rätsel. Nice, ich mein's. Fälle. Lehrerhaus, nein, ich will was anderes.
Okay, das mache ich noch. Dann mache ich einen Cut. Wo ist das jetzt? Okay, dann auf geht's. Okay, wenn das geht, also wenn es nicht geht, dann muss ich einen Cut machen. Wir müssen zu einem Händler gehen. Simply the finest clothes for the finest citizens. Of course, think it over. Take your time. Landscapes and pop. Sorry, I have nothing to offer you at present. Tired of your. Sorry, I have nothing to offer you at present. Wo ist es dann? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, dann. Das muss ich später machen. Au revoir.